Der souveräne Führende der Torschützenliste des Confed Cups momentan, was sagen Sie dazu? Ja, Momentaufnahme würde ich sagen. Ich freue mich einfach nur, dass ich mit meinen Toren der Mannschaft helfen konnte. Heute war es auch nicht ganz unwichtig, vor der Pause noch einen Ausgleich zu machen. Aber natürlich muss man auch erwähnen, dass Emre Can oder Jonas Hector das Tor gut vorbereitet haben. Insgesamt haben wir uns, glaube ich, einfach nur gefreut, dass wir einen Ausgleich geschafft haben. Was war denn heute genau Ihre Aufgabe im Spiel? Tiefer kommen, nach vorne stoßen, flexiblere Laufwege, kann man das so zusammenfassen oder wie war die? Ja, natürlich haben wir heute ein bisschen defensiver agiert, weil wir natürlich wussten, mit wie viel Kraft und Power und Elan die Chilenen gerade zu Beginn an agieren. Sollte dann vorne ein Stück weit ihr Aufbauspiel stören, aber immer wieder Anspielstationen bieten für uns, wenn wir den Ball erobern, wenn wir schnell nach vorne spielen. Das in vielen Momenten heute versucht, so umzusetzen, wie sich der Bundestrainer oder das Trainerteam sich das vorstellt. Das erste Länderspiel ist nicht lange her, das ist das erste Turnier. Was nehmen Sie denn, läuft ja gut, was nehmen Sie so mit bisher? Ja, momentan nehme ich, glaube ich, alles mit. Erste Länderspiel, erste Tor gemacht, sind natürlich viele Momente momentan, die sich sehr gut anfühlen. Auch dieses Turnier, das ganze Drumherum, Organisation, wie auch vor dem Spiel schon, das versuche ich alles so ein Stück weit aufzusaugen, auch ein Stück weit zu genießen und freue mich einfach nur, dass ich hier dabei sein darf.